So, ein herzliches Willkommen, auf meinem Channel. Hier ist wieder euer Reflex. Heute mit einem, ein kleines Unboxing-Video. Denn, ja gut, einige, die jetzt das Video sehen, werden wahrscheinlich es schon wissen. Mein Headset von der PlayStation, also beziehungsweise mein... Moment, ich zeige es eben. Dieses hier, dieses Big Ben Headset, wird leider nicht mehr akzeptiert von der PlayStation. Und somit musste ich mir ein neues bestellen. Und ja, ich würde euch gerne dazu einladen, mir so ein bisschen beim Auspacken zuzugucken. Das Paket ist heute angekommen. Wir haben Donnerstag, den 24. April. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Haha, total professionell mit dem Schraubenzieher. Aber erstmal, Prost. Geht die Sache schon gleich anders. So, gucken wir mal. Ich werde aber, glaube ich, die Kamera so ein wenig neigen, dann seht ihr so ein bisschen mehr. Aha. Und auch sehr professionell immer zur Brust hin, normalerweise eigentlich weg, aber okay. So, machen wir das hier auch noch auf. So, dann gucken wir mal, was DHL mir da Schönes gebracht hat. okay. Achso, ich muss dazu sagen, ich habe mir das Turtle Beach, wie hieß es denn jetzt? Jetzt muss ich kurz mal, bevor ich jetzt hier weiter auspacke und irgendwelchen Blödsinn erzähle, werde ich mal eben kurz nachschauen. Turtle Beach Earforce PX22 heißt das Ganze. Und man konnte zwei Versionen auswählen, einmal die Standardverpackung und einmal die frustfreie Verpackung. Und wir werden natürlich heute erstmal gucken, was überhaupt die frustfreie Verpackung ist. Also man sieht schon, beim Öffnen des Paketes, also des Amazon-Paketes, sieht es schon anders aus, ne, wie sonst. Ja, normalerweise hat man hier noch und da noch, ist zwar hier auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Amazon-Verpackung ist, die frustfrei ist, oder halt die hier. Denn das tun wir mal weg, das brauchen wir nicht mehr. Das hier sieht so aus, als wäre das die frustfreie Verpackung. Da steht es auch PX22, das ist wahrscheinlich bei euch spiegelverkehrt. Schauen wir doch mal rein. Lasst uns mal reingucken, ob das die frustfreie Verpackung ist. Und tatsächlich, es ist wirklich die frustfreie Verpackung. Sieht so aus, dass das ganze Headset in so einem wunderschönen, einfach zu öffnenden Karton ist, nur einfach in der Folie eingelegt und ja, zack. Also finde ich super. Hat auch nicht mehr gekostet, also genauso viel kostet, und man sieht, nehmen wir das Headset raus und fertig. Und das ist die frustfreie Verpackung. Hier hinter sind noch die ganzen sehr schönen Cables. Und da noch eine Bedienungsanleitung. Wer braucht die schon? Was mir fehlt, ist jetzt gerade eine Rechnung. Die fehlt mir jetzt gerade. Vielleicht kommt die aber auch per E-Mail. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Womit fangen wir denn an? Man sieht es, glaube ich, nicht so gut, wenn ich es hier liegen habe. Ich werde nochmal den Karton nochmal wiederholen. Moment. So. Dann liegt es vielleicht ein bisschen höher. Dann kann man es auch ein bisschen besser im Blick haben. So, dann werden wir erstmal hier so den Kabelkarton auspacken. Und oh mein Gott, ist da viel drin. Da haben wir einmal Klinke auf Klinke. Weiß nicht, kann man es sehen? Klinke. Da auf Klinke. Müssen wir mal schauen, wofür es ist. Dann haben wir einmal von Klinke das Löckchen auf Cinch Ein- und Ausgang. Und dann haben wir nochmal Klinke auf Klinke. Es ist sogar beschrieben. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Dieses Kabel hier mit diesem abgewinkelten Klinke-Stecker. Ja, ein bisschen schlecht so. Ist für die Xbox 360, kann man wahrscheinlich schlecht erkennen, also Xbox 360 Chat-Kabel. Dann ist hier einmal dieses 3,5 mm 4-Pol-Klinke-Kabel, wo auf beiden Seiten dasselbe ist. Steht nichts drauf, ist nur ein AUX-Kabel. Was ist hier? RCA-Splitter-Cable ist das Ganze jetzt hier. Und mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht mal meinen Bildschirmschoner ausmachen. Sonst sehe ich mich selber nicht und ich
weiß gar nicht, was ich da tue, ob ich das richtig in der Kamera... So, jetzt ist es aus. Also das ist hier einfach nur ein RCA-Splitter-Cable. Wahrscheinlich zum... Das hatte ich auch mal bei dem anderen Headset gehabt. Da habe ich das Ganze dann über den Kopfhöreranschluss meines Fernsehers. Da konnte ich gleichzeitig Fernsehen hören und gleichzeitig auch spielen und mit den anderen chatten. So, mehr war da aber auch in der Kabelbox nicht drin. Ihr seht, es ist leer. So, das kommt auch weg. So, dann kommen wir natürlich zum Hauptaspekt. Das Turtle Beach. Boah, jetzt hätte ich schon wieder Turtle Beach gesagt. Turtle Beach. Turtle Beach Headset. Können wir mal schön auspacken. Schauen wir mal, wie wir das jetzt, wie wir das Ganze jetzt mal rauskriegen. Entschuldigung. Sehr gut verpackt. Also, gefällt mir gut. Das ist mit so einer schönen dicken Folie. Nicht so eine, dünne. PET-Scheiß, dünne Folie, wo man das auch aufpassen muss, dass es kaputt geht beim Transportieren. Finde ich schön. Sehr, sehr schön. So. Okay, das ist nicht frustfrei, das ist ärgerlich. Naja, egal. So, da haben wir es. Packen wir weg. Ja, das ist das Turtle Beach PX22, also Earforce PX22. Sieht schön. Da ist sogar in der Muschel sogar eine Palme drin. Ja, hier so ein bisschen beweglich. Man sieht es. Verstellbar, ganz normal. Hier ist das Headset. Kann man nach oben drehen. Sowie auch nochmal hier verknicken und hier verknicken. Also viele Variablen, also Möglichkeiten ohne Ende. So, dann gucken wir uns noch das Kabel an und den... So, oh mein Gott, das ist doch mal Kabel für ein Headset, wie man es braucht. So viel Kabel braucht man wirklich mal, weil nicht jeder sitzt direkt vor seinem Fernseher. Und das wären, glaube ich, über 3 Meter sind oder sogar 5 Meter sind es. Ja, was ist da dran? Das ist einmal ein USB-Anschluss für die PlayStation und ein mit dem Klinke hier. Mit dem Klinke kann man zum Beispiel bei der PlayStation 4 direkt in den Controller gehen. Ja, und dann hat man auch hier dieses nette Teilchen hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, das ist halt dieser Regler. Da hat man dann so schöne Sachen wie, das ist hier der Regler für den, Sprachchat. Das ist der Regler für die Gesamtlautstärke. Das ist der Regler, glaube ich, fürs Mikrofon. Das ist Mikrofon stummschalten und Dings. Und, keine Ahnung, und Telefon. Telefonsymbol ist da drauf, wenn ich auch mal damit, vielleicht für Skype ist es vielleicht. Weil man kann es ja auch am PC anschließen. Da kann man auch den Bass regulieren, was ich sehr nice finde. Und den Terrible-Regler haben wir ja auch noch. Ja, und somit wäre das, wie gesagt, das Turtle Beach. Turtle Beach. Ich werde es mal eben kurz aussetzen, um zu gucken, den Tragekomfort. Und oh mein Gott, das ist ein ganz anderes Tragen wie das Headset, was ich vorher hatte. Es drückt mich auf die Ohren, es sitzt, es passt perfekt gut. Ich müsste es hier vielleicht noch ein klein wenig verstellen. Vielleicht so ein, zwei Stiefchen. Das ist auch meistens mal so eine Stelle, die bei Headsets gerne kaputt geht. Dann rastet das nicht mehr ein, dann rutscht es immer runter und naja. Aber ich muss sagen, ass rein. Ich höre mich sogar draußen reden fast gar nicht mehr. Also es ist sehr schön abgeschottet, man sieht. Und meine Friese, Top-Friese übrigens, super geil. Werde ich mal abnehmen. Nein, also wie gesagt, kann ich jedem empfehlen. Earforce PX22 Turtle Beach Headset kann man benutzen für die PlayStation 4, für die Xbox 360, für den PC, für den Mac und sogar für Mobile, also fürs Telefon. Das wird wahrscheinlich deswegen auch dieses Telefonsymbol hier draus sein, auf dem Bedienteil, nenne ich es mal. Die Kabel sind dabei, eine Beschreibung, ich meine, weiß nicht, soll man in der Beschreibung mal kommen, wir schauen mal einmal ganz kurz rein, was da drin ist. Need more help, steht da hinten drauf, wer braucht schon Hilfe, ich brauche immer Hilfe, sonst bin ich verloren. Das ist jetzt, haben wir hier auch Deutsch, da, bringen Sie das Produkt nicht in den Laden zurück. Gut zu wissen, Turtle Beach kann helfen. Fragen oder Setup-Probleme, alles klar. Das ist natürlich toll. Da gibt's sogar, Aufkleber. Finde ich sehr nice. Also von Turtle Beach hier ganz langen Sticker und einmal so zwei kleine Palmen. Die kann man sich dann irgendwo draufkleben. Vielleicht so auf den Stirn oder so. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann gibt's einmal das Turtle Beach Warning Service for Persianess in Australia. Das ist, glaube ich, die Adresse. Das
so wie es aussieht, und ein Warnhinweis für das Headset. Ja, und dann gibt es halt ganz normal die stinknormale Beschreibung, wo halt alles nochmal beschrieben ist, wie man es hier, kann man es nochmal zum Beispiel bei der Xbox sehen, wie man es an der Xbox zum Beispiel anschließen könnte oder an der PlayStation 4, also hier ist auch PlayStation 3 drin und mal kurz gucken, PlayStation 4 ist auch, glaube ich, hier drin oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. Genau, man kann es ja natürlich direkt am Mac oder am PC anschließen und am Mobile Phone, genau, da sieht man zum Beispiel nochmal mit dem Mobile Phone, also man kann zum Beispiel am Tablet oder halt an Smartphone kann man zum Beispiel anschließen. Finde ich eine tolle Sache. Gut, ich meine, wer rennt draußen beim Telefonieren so rum, ne? Hallo, ich höre dich. Naja, egal. Ja, das war mein Unboxing-Video. Immer liken, falls es euch gefällt. Vielleicht mache ich da nochmal eins von, wenn ich irgendwann mal was anderes bekomme oder so. War jetzt mein erstes. Ich hoffe, ihr habt viel gesehen oder konntet viel sehen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich wieder in der... Ach, das ist jetzt so lieb. Eine Let's Play Live Show. Und ja, euer Reflex sagt Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Immer liken und Kommis schreiben. Vielen Dank.